Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video und einem ganz neuen Let's Play Projekt. Control wird es geben. Es ist jetzt hier erschienen, es ist Release für das Spiel, das neue Game aus dem Hause Remedy, Remedy Entertainment. Ich habe schon einige Spiele von denen gespielt. Max Payne, wer kennt es nicht, damit ging es bei mir los damals. So das erste Spiel, was ich so von Remedy damals kennengelernt hatte, war Max Payne 1, richtig gutes Game. Alan Wake natürlich nicht vergessen, so ein schönes Gruselspiel mit einer Top-Geschichte. Und ja, Remedy möchte halt gerne Geschichten erzählen, Singleplayer-Geschichten, und da bin ich auch ziemlich froh, dass es noch ein Studio gibt, die noch so eingestellt sind, dass man auch noch gute Singleplayer-Spiele rausbringt mit einer guten Story. Und ja, ich bin sehr auf die Story gespannt. Das letzte Spiel von Remedy habe ich ja auch auf meinem Kanal als Let's Play. Das war Quantum Break, wo sie ja auch neue Wege gegangen sind und dann noch eine Fernsehserie mit eingebaut haben. Deswegen bin ich echt mal gespannt, was sie sich hier bei Control noch alles einfallen lassen haben. Und ja, wenn ihr Lust habt, Control hier auf meinem Kanal mitzuverfolgen, Folgen, seid ihr natürlich herzlich eingeladen, oder vielleicht wollt ihr auch nur den Anfang noch mal kurz gucken, um einen Einblick zu bekommen, und wollt euch das Spiel vielleicht auch noch selber holen. Geht natürlich auch. Ansonsten wird dieses Spiel täglich jetzt bei mir laufen als Let's Play. Und was richtig eine coole Funktion ist, hier bei den Audioeinstellungen, hier urheberrechtlich geschützte Musik stumm schalten. Das ist natürlich für Leute, die so Videos machen möchten, richtig cool, die Funktion. Machen leider viel zu wenig Studios, aber Remedy macht es häufiger, und auch bei Quantum Break konnte ich auch diese Funktion wählen. Richtig cool. Ich spiele das Ganze hier auf meiner PlayStation 4 Pro. Ja, und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, hier Control mit mir zu erleben, seid ihr herzlich eingeladen. Möchtet ihr nur den Anfang sehen, um euch einen kleinen Einblick zu verschaffen, ist natürlich auch alles hervorragend, denn hier wird man natürlich auch gespoilert, was die Story angeht, wenn ich hier das ganze Spiel zeige. Also ja, sucht euch das aus, schaut entweder das ganze Spiel gerne oder schaut den Anfang und kauft es euch selbst, ist natürlich auch immer die bessere Idee. Ja, solltet ihr neu auf meinem Kanal sein, könnt ihr den Kanal auch gerne kostenlos abonnieren, ich würde mich auf jeden Fall freuen, und ja, lasst doch einen Kommentar da, was ihr vom Spiel haltet und ob ihr das vielleicht selber spielen möchtet. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, und sollte euch dieses Video gefallen, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Alles selbstverständlich freiwillig. Wir gehen jetzt auf neues Spiel. Das war genug der Einleitung. So, die Untertitel lasse ich nochmal an. Helligkeit habe ich noch ein bisschen angepasst. Und wir gehen auf neues Spiel starten. Ich habe noch nichts davon gesehen, und für mich ist das jetzt auch alles neu. Auf der Gamescom habe ich es nicht angespielt, weil ich es genau wusste, dass ich es sowieso jetzt spielen möchte. Und deswegen wollte ich mich da auch nicht spoilern lassen. Und für mich beginnt es jetzt hier auch komplett von neuem. Neues Spiel. Viel Spaß mit dem Anfang von Control. Kurze Warnung. Das wird schräger als sonst. Ist leider so. Du hast mich gerufen. Und hier bin ich. Ich weiß, ich habe dich manchmal ignoriert. Ich bin immer froh, von dir zu hören. Ich hoffe eben immer wieder. Und wurde dabei so oft enttäuscht. Habe nichts gefunden. Es ist, als lebten wir in einem Raum mit einem Poster an der Wand. Wir starren das Poster an und denken, das ist die ganze Welt. Der Raum. Und das Poster. Das Bild ist schön. Eine Landschaft, eine Berühmtheit. Wie in diesem Film. Diesem Gefängnisfilm. Wie ist er noch gleich? Der Raum ist unsere Zelle. Und das Bild. Es ist für alle anders. Ob schön, hässlich, grausig oder traurig. Es fesselt uns alle. Doch es ist eine Lüge. Es lenkt uns von der Wahrheit ab. Sie belügen uns. Wir belügen uns selbst. Der Raum ist nicht die Welt. Die Welt ist viel größer und viel verrückter. Ein verborgenes Loch hinter dem Poster führt in die echte Welt. Wir fühlen uns in unserem Raum sicher.
Aber manchmal, manchmal kriecht etwas hinter dem Poster hervor. Und die, die es sehen, flippen aus und versuchen alles, um es wieder zu vergessen. Ich bin hier. Warum hast du mich hergebracht? Hallo? Ist da jemand? Okay, das war ja mal eine interessante Einleitung, ja? Sehr mysteriös das Ganze und es wird auch mysteriös bleiben. Es hat was mit paranormalen Aktivitäten zu tun, mit Erscheinungen und so weiter. Ich bin echt gespannt, was wir uns hier, was wir hier alles erwarten werden. Wir sind jetzt in der Haut von Jessie Faden geschlüpft. Sie hat heute ihren ersten Arbeitstag hier nämlich im Federal Bureau of Control und sie soll das Ding eigentlich jetzt hier als neue Direktorin leiten. Und das ist ihr erster Arbeitstag. Na, das kann ja toll werden. So, dann schauen wir uns hier mal um. Und übrigens, die Schauspielerin, die sie hier für Jessie genommen haben, die hat auch schon in Quantum Break im letzten Remedy-Spiel mitgespielt. Da hat sie die Beth gespielt und war da halt auch, was Zeitreisen angeht, auch sehr stark unterwegs. Aber die Spiele haben halt so gesehen nichts miteinander zu tun. Hier ist es eine ganz neue Geschichte, die Remedy uns hier erzählt. Okay, wir schauen uns mal um. Niemand da? Erster Arbeitstag und keiner tut sie hier willkommen heißen. Nett. Okay, Schriftverkehr. Erinnerung, verbotene Gegenstände. Okay, das können wir uns hier in Sammelobjekte anschauen. Okay. Also, ich habe das Spiel eben gerade neu gestartet. Das ist hier das erste Mal, dass ich hier überhaupt drin bin. Ihr verpasst hier nichts. Genau wie ich auch nicht. So. Federal Bureau of Control. Erinnerung, bestimmte Objekte sind innerhalb der Behörde nicht erlaubt. Okay. Jüngste Vorfälle haben eine Auffrischung über die verbotenen Materialien notwendig gemacht. Okay, unerlaubte Waffen. Es gibt aber auch erlaubte Waffen, oder was? Okay. Ein Pager ist nicht erlaubt. Laptops auch nicht. Smartwatches, Smartphones, smarte Spielgeräte, alles andere smarte. Und Bleistifte HB. Aha. Alle Objekte, die als ikonische Repräsentation eines archetypischen Konzepts gelten, zum Beispiel Gummienten und Ketchupflaschen. Na scheiße, muss ich meine Gummienten draußen lassen. Toll. Alle Materialien, die von der Behörde untersucht werden, müssen durch private Eingänge hereingebracht werden. Wenn Sie beobachten, dass Lobbymitarbeiter gegen diese Richtlinien verstoßen, informieren Sie bitte sofort Ihre Vorgesetzten. Alles klar. Wie klappt das denn dann mit der Kommunikation, wenn man hier keine Handys mit reinnehmen kann? Ja, wobei, es war das Smartphone die Rede, ne? Und kann ich dann mein altes Klapp-Handy mitnehmen? Ganz mysteriöse Stimmung hier gleich am Anfang. Aufgaben der Behörde. Okay, wir kriegen also auf jeden Fall viele, viele Infos am Anfang. Hauptaufgaben, Personalüberwachung und dann auch noch geschwärzt hier. Datenzentrum, Initiative, Bau, Nebenaufgaben, Büromaterial, okay. Huh. Mal gucken, ob diese Dokumente später noch sehr wichtig werden. Dieses Siegel, lange her, dass ich das gesehen habe, aber ich sehe es in meinen Träumen. Von diesem Büro hier? Das ist doch das Federal Control, das... Okay, das Siegel sieht sie in ihren Träumen. Okay. In welchen Gefängnisfilm meinst du wohl am Anfang? Die Verurteilten von Stephen King? So. Was soll das eigentlich hier sein, ey? Der Hausmeister, den sie von hinten hier als Bild gemacht haben? Unser Büro bei der Arbeit, ja. Ist das der alte Direktor wahrscheinlich, ne? Ja, Direktor Zachary Trench. Jessie Faden wird dann die neue. Ich glaube, da rechts geht es auf jeden Fall lang. Okay, ist die Toilette. Auf jeden Fall mal umsehen, damit wir nichts verpassen. Federal Bureau of Control. Jahrelang habe ich die gesucht. Und hier sind sie, direkt vor meinen Augen. Ich dachte, die sollte hier arbeiten. Wieso hat sie den ja jahrelang jetzt gesucht?
Also ich habe mich nur ein bisschen eingelesen in die Story und da hieß es eigentlich, dass sie hier arbeiten sollte. Kann man hier unten durchkriechen? Hat jemand diese Jalousie so offen gelassen? Die Kamera ist ein bisschen empfindlich, was das Umsehen angeht. Vielleicht muss ich das mal ein bisschen anpassen. Nicht, dass es ein bisschen zu nervig ist für euch als Zuschauer, wenn ich die Kamera so schnell bewege. So. Hier gibt es aber nicht so viel zu sehen. Aber alles ist komplett leer. Das ganze Gebäude scheint so bisher. Die Sicherheitsanordnung. Schon wieder. Das ist ja auch alles geschwärzt. Hä? Ein Hai in seinem, obwohl sichere Genehmigung zum nach einfachem Protokoll erschießen. Viel Glück. Was? Ein Hai? Alles klar. Ja, ich habe ja gesagt, es wird mysteriös. Auch die Nachrichten geben nicht viel her. Irgendwo scheint hier ein Hai eingebüxt zu sein. Wieso wieder der Rückdeck? Also, da komme ich doch her. Viel Glück beim Hai erschießen, ey. So, was haben wir hier? Oh, da höre ich jemanden. Ist ja doch noch jemand da? Oder war das das Radio? So, hallo. Wie Sie jetzt alle wissen, sollten Sie die R4-Berichte am Ende dieser Woche fällig... Okay. Wir warten immer auf Berichte von einer ganzen Reihe von Leuten. Wenn Sie eine Verlängerung brauchen, fordern Sie bitte das Formular R4 an. Und ja. Formular R4 und Passierschein A36. Ist das der Hausmeister? Hallo? Das ist der Hausmeister. Und die anderen haben schon Feierabend gemacht. Guck mal, hier noch ein altes Tonband. Wir benutzen dann noch solche Tonbänder. Mit einem Westernbild. Hey, Entschuldigung. Hallo? Da bist du. Du bist wegen des Jobs hier. Hausmeister, Assistentin, du musst zum Vorstellungsgespräch. Nimm den Aufzug. Da drüben. Danke. Aufzug da lang. Alles klar. Sehr gut. Ich bin Achti, der Hausmeister. Du arbeitest für mich. Du kannst sagen, ich habe dich geschickt. Wenn sie dich nicht einstellen... Es gibt Arbeit für die Axt. Nimm sie hinter die Sauna. Was? Ich habe genug Nachtschichten geschoben, um zu wissen, dass man dabei seltsam wirken kann. Aber für mich hat Arti ein freundliches Gesicht. Besser als jemand ohne Gesicht. Stell dir vor, ohne Gesicht. Und weiter geht's. Aber ich weiß schon, was du denkst. Wenn es hier einen Axtmörder gibt, ist er es. Ja. Ist ja fast wie bei Dracula, wenn man mit denen ins Schloss reinkommt und der hat dann so einen Gehilfen, der dann sauber macht. Okay, willkommen im ältesten Haus. Das ist ja The Oldest House, im Englischen war das ja, wo ich mich eingelesen hatte. Dringe tiefer in die Behörde vor. Das Haus der Ältesten, wo wir uns befinden, befindet sich hier auch in der Stadt New York. Er hat gesagt, wir sollen die Axt mitnehmen, weil es für die Arbeit gibt. Was meint er irgendwie? Ein Job als Gehilfin für den Hausmeister? Warte mal, bin ich hier nicht... Hä? Jetzt bin ich hier wieder... Das ist doch der Anfangbereich. Da unten bin ich reingekommen. Ha. Aber hier war noch das Haus... Das... Hä? Hier war doch... Ist das ein anderer Gang? Es soll ja auch, das Haus soll sich auch irgendwie ständig verändern. Man merkt das schon. Ich bin da unten reingegangen. Dann bin ich hier oben gewesen. Und hier war ein Bild des Hausmeisters. Die habe ich mir noch angeschaut. Jetzt ist aber hier, sind nur die zwei Bilder da und der Fahrstuhl ist da erschienen. Ha. Sehr interessant. Meine Zelle und das Poster. Ich war 11, als ich erstmals hinter das Poster blickte. Sie sagten, ich hätte es mir eingebildet.
Seitdem habe ich versucht, es herunterzureißen. Hilfst du mir? Ist die Frage, ob sie mit uns spricht oder mit jemand anders? So, Courtney Hope, das ist die Darstellerin von Jesse Faden, die auch bei Quantum Break dabei war. So. Das Intro läuft noch. Wahrscheinlich läuft hier jetzt gerade so voll coole Musik, die ich ja stumm geschaltet habe, wegen Urheberrechtsverletzung. Also ich bin schon richtig neugierig, was uns das Ältestenhaus hier noch entgegenstellt. Die Umgebung soll sich ständig verändern, das ganze Haus soll ja fast schon lebendig sein. Räume, die plötzlich nicht da waren, erscheinen, bauen sich wieder um und so weiter. Control. Und es gibt mysteriöse Charaktere, so wie der Hausmeister Artie. Ich hab dich kurz verloren. Du weißt, woran ich denke. Aha. An meinen kleinen Bruder, Dylan. Okay. Vor 17 Jahren hat die Behörde ihn geschnappt. Okay. Sie hat also eher... ja, ein bisschen Rache im Sinn, wenn man das so hört. Vor 17 Jahren ihr Bruder verschwunden. Wurde von der Behörde abgeholt. Okay. Das ist das Gebäude wahrscheinlich von draußen. Einfach nur so ein grauer Klotz. Das müsste auch dran stehen, ne? Ja. Oldest House. Ist das ein Alarm? Security hier? Okay, da können wir nicht rein. Die ist auch rot, ne? Ja. Die haben ja echt so eine Rohrpost für innerhalb des Gebäudes. Ich meine, gut, wenn die keine Laptops mit reinnehmen dürfen, keine Smartphones und sowas, funktioniert das Postsystem hier mit diesen Röhren. Schriftverkehr bitte nicht stören. So, Barbara, ich darf nicht gestört werden. Bitte sagen Sie für heute meine gesamten Termine ab, für die restliche Woche. Ich kann Ihnen allen nicht vertrauen. Barbara, keine einzigen. Trench. Der Direktor. Der Direktor will niemanden trauen. Für die ganze Woche einfach mal die Termine abgesagt. So, wir kommen dringend tiefer in die Behörde vor. Jesse Faden kommt im Ältestenhaus an, in den Hauptquartier des Federal Bureau of Control, um Antworten auf die Geheimnisse ihrer Kindheit zu finden. Das ist ja doch nicht die Story, die sie so angeteasert hatten. Finde ich aber gut. So wird man dann selbst da nicht gespoilert. Weil ich immer überall gehört habe, dass sie hier eigentlich einen neuen Arbeitsplatz hat. Ein Schuss, den wir da gerade gehört haben. Soll sie aufheben? Die Mordwaffe? Echt? Die Mordwaffe? Wieso aufheben? Wer sagt dir denn, dass du die Mordwaffe aufheben sollst? Okay. Komische Karte. Das ist das Zimmer des Direktors. Ganz schöne Sauerei. Und das war's mit dem Poster. Objekte der Macht sind entweder Ergebnis oder Ursache von AVE, gewandelten Weltereignissen, Störungen unserer vermeintlichen Realität. So.
Die Amtswaffe kann man natürlich als Musterbeispiel ansehen. Für ein ODM, und zwar ein sehr mächtiges. Teil der DNA der Behörde, zentrale Komponente im Primärkandidatenprogramm. Wer dieses russische Roulette überlebt, ja, der hat gewonnen. Sieh dir das an. Wo bin ich? Okay. Objekte der Macht. Die Waffe, die wir aufgehoben haben, scheint so ein Objekt gewesen zu sein. Aber nur der Direktor kann binden. Also die Waffe an uns binden, sodass wir sie auch benutzen können. Wer russisch Roulette spielt und gewinnt, hat gewonnen. Der Direktor hat wohl verloren, weil der ist tot. Wo sind wir denn jetzt hierhin geportet worden? So, folge den Anweisungen des Rats, um die Astralebene Herausforderung abzuschließen. Ja, genau. Kaugummi. Alles nichts davon. Das sind... Komische Geräusche vom Rad. Ich glaube, wenn ich die Untertitel nicht anhätte, würde ich kein Wort von denen verstehen. Ist ja fast wie so ein Assassin's Creed Animus-Testraum. Eine Erscheinung. Psi-Schlag. Okay. Okay, da zeigen sich schon ihre paranormalen Fähigkeiten. Muss ich da lang? Dieselbe Waffe. Ah. All der Auserwählten. So, jetzt habe ich eine Waffe. Ja, jetzt habe ich eine Waffe. Die sich auch immer so ein bisschen verändert. Seht ihr die ganzen Bausteine, aus was die besteht? Hm. Hey, bleib stehen. Na, ich muss auf jeden Fall die Empfindlichkeit ein wenig anpassen. Nachgeladen? Sieht ja cool aus. Okay. So. Erstmal dran gewöhnen. Die Amtswaffe reagiert automatisch Munition, wenn sie. Regeneriert automatisch Munition, wenn man nicht schießt, okay? Hab ich auch irgendwo eine Anzeige für? Unten habe ich nur Leben. Schlag. Die stecken aber ganz gut was ein, die Leute, ey. Diese Schatten. Wow, der schießt zurück. Finde ich ja voll doof. Oh. Ist aber auch interessant, dass er von einem Schuss, von einem Treffer einfach zu Boden geworfen wird. Ziemlich cool. Gegner lassen Lebenselemente fallen und sammeln sie auf. Okay. Glückwunsch! Etwas. Die Bedrohung. Zerstörung der Behörde. Ein perverses Versteckspiel. Ein Angriff. Flächen als Direktor. Die Behörde schützen. Nö.
nötig für das Überleben. Leiden, verpflichtend. Hast du das gehört? Das ist der Tote. Gleich nachdem die Pyramide zu mir sprach. Und es war nur Rauschen. Und ich habe jedes Wort verstanden. Oh, und diese Waffe lebt. Weißt du was? Ich bin froh. Froh, hier zu sein. Ja. Draußen ist es ruhiger geworden. Ja. Ist das sicher? Draußen ist es ruhiger geworden? Meinst du jetzt draußen außerhalb des Hauses oder außerhalb von diesem Büro? Weil das Büro ist ja überall ruhig. Hier ist ja niemand. Okay, der Rat hat uns geprüft. Oder besser gesagt, er hat Jesse geprüft. War das das Einstellungsgespräch, was der Hausmeister meinte? Der Rat hat uns ja anerkannt jetzt hier als neuen Direktor, ne? Weil nur der Direktor kann binden und nur der Direktor kann auch hier diese Objekte der Macht benutzen, wie diese Waffe. Warte mal, da ist auch ein Bild von ihr. Wenn sie noch nie hier war, warum hängt hier im Büro ein Bild von Jesse? Und sie sagt dazu nichts. Ist sie das da auch? Nee, das ist sie nicht. Das ist sie aber hier. Aber sie sagt doch, dass sie die ganze Zeit dieses Büro gesucht hat. Sind hier noch mehr Bilder, wo sie drauf ist? Aber man merkt schon auch so wieder die typische Handschrift von Remedy. Auch was die ganzen Szenen angeht, da auch mit den Realdarstellern, mit den Wissenschaftlern und sowas. Sowas machen sie ganz gerne. Okay, sie hat gesagt, ich bin froh, hier zu sein. Ich bin auch froh, dass es jetzt endlich losgeht mit Control hier auf meinem Kanal. Also, das war der Einstieg ins Spiel. Ich glaube, wenn ihr das Spiel selber spielen wollt und einen kleinen Eindruck haben wollt, wie das Spiel so anfängt, habt ihr jetzt, glaube ich, ein gutes Bild vor Augen. Und dann könnt ihr euch das vielleicht auch selber zulegen, das Spiel. Release, wie gesagt, ist heute erschienen. Und ja, für alle anderen, die hier mit mir das durchleben möchten, morgen kommt dann die nächste Folge und es geht täglich weiter und ich möchte das gerne durchspielen. Also, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit hier beim ersten Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zur nächsten Folge von Control hier auf meinem Kanal. Macht's gut, ciao!